Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Heute möchte die Staatsregierung hier im Sächsischen Parlament das Gesetz zur Änderung des sächsischen Abfall- und Bodenschutzrechts beschließen lassen. Um es gleich vorwegzunehmen, die AfD-Fraktion wird dem vorliegenden Antrag nicht zustimmen. Wir werden uns enthalten, weil der Gesetzentwurf noch Mängel enthält, die unter anderem auch vom Sächsischen Städte- und Gemeindetag moniert wurden und die für uns so nicht tolerierbar sind. Und auf diese Mängel möchte ich mich jetzt auch konzentrieren. Die Hauptkritik des Sächsischen Städte- und Gemeindetages und des Sächsischen Landkreistages betrifft die sogenannte Auffangzuständigkeit nach § 20 Absatz 1 des Entwurfes. Diese Auffangzuständigkeit kann bei der Änderung von europäischen und bundesdeutschen Gesetzen ohne weiteren Gesetzgebungsakt des Freistaates zu unvorhersehbaren Kostensteigerungen auf Seiten der Kommunen führen, wenn zusätzliche Aufgaben und Verpflichtungen geschaffen werden. Hier darf sich der Freistaat nicht aus der Verantwortung stehlen. Unsere sächsischen Kommunen sind oft ohnehin strukturell unterfinanziert. Zusätzliche Mehrbelastungen ohne zusätzliche Mittelzuweisungen darf es nicht geben. Der vorliegende Gesetzentwurf schließt das aber gerade nicht aus. Ein zweiter Kritikpunkt ist die unrechtmäßige Gebührenerhebung beim rechtstreuen Bürger. Die Staatsregierung will nach § 9 Absatz 1 Satz 3 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 des Entwurfs die Kosten der Entsorgung wilder Abfallablagerungen auf die Gesamtheit der Gebührenzahler, die öffentlich-rechtlichen Entsorger nutzen, abwälzen. Der Bürger, der Müll ordnungsgemäß über die öffentlich-rechtlichen Entsorger entsorgt, hat nach dem Äquivalenzprinzip genau dafür angemessene Gebühren zu zahlen, nicht weniger und nicht mehr. Dieser Bürger hat aber gerade keine erhöhte Verantwortung für illegale wilde Müllablagerungen. Das Verwaltungsgericht Dresden hat in dieser Sache bereits klargestellt, dass die Beseitigung wilder Ablagerungen im Interesse und in der Verantwortung der Allgemeinheit ist und eben nicht im Zusammenhang mit der Benutzung der öffentlichen Einrichtungen zur Abfallentsorgung steht. Das ist die Rechtslage, an der der Gesetzgeber nichts ändern kann. Im Freistaat wie im Bund gilt der verfassungsrechtlich verankerte Grundsatz der Lastengleichheit. Für illegale wilde Ablagerungen haben die regulären Benutzer der öffentlich-rechtlichen Entsorger gerade keine besondere Finanzverantwortung. Diese Kosten sind laut Gericht zwingend aus allgemeinen Steuermitteln zu decken. Gegebenenfalls wird diese unzulässige Regelung in Ihrem Gesetz also verfassungsrechtlich zu Fall gebracht werden können. Ein dritter Kritikpunkt sind die Bußgeldandrohungen in § 22 des Gesetzentwurfs. Sie richten sich nämlich vor allem gegen den normalen Bürger. Die wirklichen Müllstraftäter hat die Staatsregierung in ihrem Entwurf vergessen. Der Sächsische Landkreistag mahnt deshalb an, ich zitiere, § 22 sollte um einen Tatbestand zur Ordnungswidrigkeit bei wilder oder illegaler Abfallablagerung bzw. nicht ordnungsgemäßer Abfallüberlassung an den öffentlich-rechtlichen Entsorger nach § 17 ergänzt werden. Zitat Ende. Gegen diese Straftäter müsste man doch in erster Linie vorgehen, auch durch wirksame polizeiliche Maßnahmen gegen kriminelle wilde Abfallentsorger. Gegenüber dem Normalbürger braucht die Behörde nicht für alles und jedes neue Ordnungswidrigkeitstatbestände schaffen. Die Behörden haben auch so ausreichend Möglichkeiten, Anordnungen durchzusetzen. Die AfD als bürgerfreundliche Partei will keinen wachsenden Obrigkeitsstaat, sondern einen Staat, der für die Bürger da ist und den die Bürger befürworten. Die AfD will einen Staat, der dem Bürger vertraut und der den Bürger als souverän anerkennt. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Der Änderungsantrag der Grünen möchte die Definition des Gesetzeszwecks mit dem neuen vorangestellten § 1 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes als Reduzierung der Verbrennung und Deponierung von Abfällen auf Null. Das ist aus unserer Sicht bestenfalls Symbolpolitik. In Wahrheit kann dies nicht Zweck des vorliegenden Gesetzes sein. Es wäre also so etwas wie Etikettenschwindel. Die AfD ist für die größtmögliche Schonung der natürlichen Lebensgrundlagen. Das schöne Ziel Zero Waste, Null Abfall,
muss auf einem mühsamen Weg gemeinsam durch konkrete Schritte erarbeitet werden. Es wird durch die von den Grünen vorgeschlagene Zauberformel Null Abfall selbstredend nicht einmal gefördert. Und auch bei Ihrem zweiten Vorschlag zum Aufbau einer gewissermaßen parallelen Abfallverwaltung, speziell für Sondermüll, lehnen wir ab. Er widerspricht unserem Verständnis von einer schlanken, bürgernahen und dezentralen Verwaltung. Er wird zu Abgrenzungsproblemen und Reibungsflächen innerhalb der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger führen. Deshalb erachten wir den Änderungsantrag der Grünen-Fraktion für überflüssig. Vielen Dank.